Willkommen zurück zu Let's Play Fallout 3. So, was haben wir jetzt hier an Mission? Dort vorne zwei Sachen. Hallo. Mit dir reden. Ah, Escher sagte mir, sie würden vielleicht kommen. Ich war gerade beschäftigt. Marie hier ist zwar ein richtiger Engel, kann aber viel Arbeit machen. Ich heiße Sandra. Escher brachte mich her, um für Pitt medizinische Forschung zu betreiben. Und Marie hier ist unsere Tochter. Unser kleines Wunder. Entschuldigung, Lord Escher sagte, Sie könnten mir eine Art Heilmittel zeigen. Oh, ich hasse es, wenn er Sie so nennt. Es ist wirklich schrecklich, so etwas über seine eigene Tochter zu sagen. Sie ist also von Natur aus immun und kann diese Eigenschaft weitergeben? Sieh an! Sie und Escher sind offenbar die einzigen Leute hier, die noch etwas von Wissenschaft verstehen. Unsere Tochter wurde offenbar mit einer natürlichen Immunität gegen jede Art von Mutation geboren. Ehrlich gesagt grenzt das an ein Wunder. Ich weiß noch nicht wieso, aber sie besitzt den Schlüssel zur Lösung des Trockproblems von Pitt. Vielleicht sogar zur Heilung aller Mutationen. Haben Sie denn keine Angst davor? Keine Angst. Die Tests sind völlig harmlos. In ihrem Bettchen und mit ihrer sagenhaften Vitalität ist sie so sicher wie kein zweites Kind dieser Welt. Escher und ich würden ihre Gesundheit niemals aufs Spiel setzen. Wenn es etwas länger dauert, ein Heilmittel zu finden, dann müssen halt alle warten. Sagen Sie einfach Bescheid, falls ich Ihnen irgendwie helfen kann. Sie sind ja wirklich reizend, aber hier ist alles in bester Ordnung. Falls Sie wirklich helfen möchten, sollten Sie sich wahrscheinlich um das kümmern, was Escher dazu gebracht hat, so eilig aufzubrechen. Wenn Sie mich jetzt bitte entschuldigen möchten, ich muss noch einen letzten Test durchführen, bevor ich Marie wieder schlafen lege. So, ich habe eine Aufgabe eben dazu bekommen. Entführen Sie das Baby oder gehen Sie... Oder gehen Sie ohne das Baby? Das ist halt problematisch, weil ich habe mein Geld... Ich habe meinen ganzen Müll nicht dabei. Da unten ist das. Okay, ich gehe jetzt hier aus dem Gebäude raus. Dann teleportiere ich mich dorthin, hole meine Sachen und dann überlege ich es mir mit dem Kind. Pass im Haus von Lord Escher auf, was du tust. Lag, ja, im Spiel. Spiel. Jetzt geht's wieder. War ein tolles Standbild gerade. Moment, jetzt habe ich auch noch Karma verloren dafür, dass ich mein Leben verteidigt habe. Ich habe mich. Ich habe gerade Angst. Ich dachte, du willst jetzt auf mich schießen. Nochmal ein Scherz sein. Ich will jetzt meine Sachen zurück. Die Ladezeit, die wir bis jetzt hatten. Irgendwo hier müssen meine Sachen doch liegen. Ja, hier oben sieht es gar nicht so schlecht aus. Das gehört mir nicht. Also jetzt schon, aber... Das sind trotzdem nicht meine Sachen. Aber ich denke mal, hier bin ich schon relativ richtig. Oder auch nicht.
Genau, hier wird mir angezeigt. Ja, will ich ja noch lauter werden, diese Geräusche. Genau, hier wird mir angezeigt. Soll ich mich schlafen legen oder? Oder vielleicht ein bisschen weiter unten? Nein, das will ich nicht. So, also, ja. Dann muss es ja weiter unten sein. Wo geht's hier runter? Ach, ich nehme meinen eigenen Weg. Oh. Ich glaube nicht, dass bei ihr meine Sachen sind. Nee, jetzt soll ich mit ihr sprechen. Ach, mach ich Gott. Gehe ich recht in der Annahme, dass sie sich Asher und seinen Leuten angeschlossen haben? Sie sind nicht der Erste, der seine Freiheit erlangt und danach sofort vergessen hat, woher er gekommen ist. Wussten Sie, dass das Baby selbst das Heilmittel ist? Natürlich wusste ich das, Sie Idiot. Ich weiß auch, dass das unsere einzige Chance war, ein Heilmittel zu finden und uns unsere Freiheit zu erkaufen. Glauben Sie denn, dass Sie das Heilmittel mit uns teilen würden? Niemals. Wozu Medizinern Leute verschwenden, die man durch Zwangsarbeit umbringt? Wir wollen ihr doch nichts antun. Wir müssten sie nur entführen, um unsere Freiheit wieder zu erlangen. Solche Sachen sind eben manchmal notwendig. Na schön. Warner war derjenige, der das Baby entführen wollte. Ich wollte nur Freiheit. Mir war anfangs nicht klar, was das nach sich ziehen würde. Warner hält sich im Werkshof versteckt. Suchen Sie nach einer Dachtür im Südwesten. Zufrieden? Gehen Sie. Und hören Sie auf, mich so anzustarren. Heißt das, ich kann dann gehen? Hey, wo sind bitte meine Sachen? Oder habe ich eine andere Mission ausgewählt? Holen Sie Ihre Sachen? Ja. Ist alles da. Also, ja, ist die richtige Mission ist ausgewählt. Dann muss es ja hier oben irgendwo eigentlich sein. Hallo. Hast du was Anständiges zu essen mitgebracht? Nein. Hier soll ich ja schon mal durch. Und dann unter mir anscheinend. Da Mülleimer, oder? Ne, jetzt nicht. Da unten, ne. Wenn die mein ganzes Zeug im Müll geschmissen haben. Da kann ich gar nicht rangehen. Da drin sind meine Sachen? Hier werden mir jetzt zwei Sachen angezeigt. Eins davon sind mit Sicherheit meine Gegenstände. Das hier? Nein. Tritt. Hier irgendwie runter wieder. So. Und dann gehe ich hier mal lang. Keine Ahnung, wo sind meine Sachen jetzt? Ich gehe noch mal hier rein.
Ich gehe hier mal hoch, falls ich das irgendwie hinkriege. Gibt's hier eine Treppe nach oben? Ne, nur nach unten. Irgendwo hier oben in der Mitte drin sind hoffentlich meine Sachen. Ja, plötzlich ganz ruhig. Aber nur kurz. Hier geht's hoch. Hier war ich ja eben schon mal. Scheint hier aber ja gar nicht so falsch zu sein. Hier geht's nicht wirklich weiter. Dann gehe ich mal in Richtung Arena. Ja, das sieht schon mal besser aus. Könnte Schlimmes. Hier sind meine Sachen aber auch nicht. Doch unten, oder? Oder wird mir gar nicht angezeigt, wo meine Sachen sind? Kommt mir nämlich langsam so vor. Okay, ist mir jetzt. Nee. Dann lassen wir die Sachen halt weg. Aber ich möchte sie später trotzdem noch wiederkriegen. Die werden dann anscheinend ja nicht angezeigt. Oder vielleicht hat die ja auch irgendeinen Wert am Tor. Könnte ja auch sein. Naja, dann gehen wir jetzt hier rein zum Werkshof. Warum liegt das in letzter Zeit so lange? Wo muss ich denn jetzt lang? Okay, einfach geradeaus. Nochmal schön schnell speichern. Na, ja, das hat mich gerade komplett verraten. Oh. Pack die Kettensäge weg. Halten lassen oder ich schieße. Gut gemacht. Jetzt schieße ich nicht mehr.
Ja, mitnehmen will ich das schon. Weiter nach oben. Na, hier ist nur noch... Ah, okay, ich sehe die Tür, wo ich glaube ich rein muss. Okay, da wird was Großes drin sein. So viele Granaten und Minen, wie ich gerade bekommen habe. Ah, Sie sind endlich hier. Ich habe alles vorbereitet und muss alle möglichen Tests durchführen. Legen Sie das in... Moment mal. Wo ist denn das Heilmittel? Haben Sie es etwa verloren? Wo ist dieser kleine Teufelsbraten? Ich habe... Nee. Sie haben mir nie gesagt, dass es um meine Entführung geht. Ach, Sie verdammte Heulsuse. Um diese Mistkerle zu erledigen, muss man sich auch mal ein bisschen die Hände schmutzig machen können. Ich schätze, Ihnen sind diese Folterknechte und Sklaventreiber ganz recht, solange Ihnen nicht zugemutet wird, eigene Entscheidungen zu treffen, was? Ich gebe Ihnen eine Chance, Werner. Gehen Sie jetzt und kommen Sie nie wieder. So läuft das nicht. Sie mögen vielleicht nicht den Mumm dazu haben, Pitt zu verändern. Ich aber schon. Ich würde Sie wirklich nur ungern töten. Was ist los? Haben Sie noch immer Angst davor, sich die Hände schmutzig zu machen? Dann wollen wir doch mal sehen, ob Sie überhaupt Mumm in den Knochen haben. Er hat ja nicht anders gewollt. Kehren Sie zu Escher zurück. Okay, hier ist nichts mehr. Oder was hat er noch am Schreibtisch? Noch ein bisschen Munition. Dann gehen wir zurück zu Escher. Mal hin teleportieren. Da muss ich doch hin. Ja, genau. Was will ich denn da? Oder werden mir da jetzt nochmal die Sachen angezeigt? Gucke ich später nach. Wenn ich auch sicher bin, dass ich keine andere Mission mehr offen habe. Denkst bestimmt, bist was besser. Ich wusste ja, dass ich Ihnen trauen kann. Werner wurde aufgehalten. Und die Arbeiter kehren dorthin zurück, wo sie hingehören. Pitt sieht einer glänzenden Zukunft entgegen. Und sie ebenfalls. Was meinen Sie mit der Zukunft der Stadt? Jetzt, da Marie wieder da ist, haben wir eine Chance, die Krankheit zu heilen, die seit der Bombardierung in Pitt wütet. Wenn unsere Kinder nicht mehr sterben... kann Pitt wachsen wie eine richtige Stadt. Nie mehr Sklaven und Zwangsarbeit. Es kann wieder aufwärts gehen. Es hat mich viel Arbeit gekostet, diese Stadt wieder aufzubauen. Dank Ihrer Hilfe haben wir endlich eine reelle Chance. Was wird aus den Arbeitern werden? Vorerst ändert sich nichts. Bis mit Maries Hilfe eine Behandlung entwickelt wurde, müssen sie weiterarbeiten. Sonst bricht die Stadt auseinander. Sobald wir ein Heilmittel haben, wird alles anders. Dann müssen wir keine Leute mehr entführen. Dann kann unsere Stadt auf natürliche Art wachsen. Bis es soweit ist, sind wir gezwungen, erstmal so weiterzumachen wie bisher. Etwas anderes bleibt uns einfach nicht übrig. Na, wie steht es mit meiner Belohnung? Sie haben die Stadt gerettet und Werners Pläne durchkreuzt. Ja, ich glaube, Sie haben eine Belohnung verdient. Als Bürger von Pitt dürfen Sie die Munitionspresse des Stahlwerks nutzen. Sie dient der Bewaffnung meiner Soldaten. Nutzen Sie diese Chance. Außerdem denke ich, dass Sandra mit dem Heilmittel vorangekommen ist.
Darum gebe ich Ihnen hier eine Kleinigkeit, die gegen die Strahlung hilft. Medizinische Forschung aus Pitt hat Ihr Leben verbessert. Versuchen Sie einfach nicht daran zu denken, was sie für andere vielleicht gekostet hat. So, und was mache ich jetzt? Das bleibt Ihnen überlassen. Wir werden am Heilmittel weiterarbeiten und die Stadt in Gang halten. Sie dürfen hier nach Belieben ein- und ausgehen. Sie können immer gern im Stahlwerk helfen und draußen im Werkshof Metall sammeln. Dadurch würden Sie den Arbeitern eine schwere Last abnehmen. Und wenn Sie sich bei Sandra lieb Kind machen wollen, können Sie immer Spielzeug für Marie mitbringen. Kleine Geste, große Wirkung. Wo haben Sie denn diese Powerrüstung bekommen? Dieses Teil? Das ist ein Überbleibsel aus meiner Zeit bei der Stählernen Bruderschaft vor mehreren Jahrzehnten. Die Rüstung hat aber schon so viel durchgemacht, dass die Bruderschaft sie bestimmt nicht mehr als ihr Eigentum erkennen würde. Wenn ich recht überlege, verhält es sich mit mir eigentlich auch nicht anders. Gut, dann gehen wir. Alles klar, ich bin auf jeden Fall immer hier. Haben wir gerade eine neue Aufgabe dazu bekommen? Nee. Okay, dann haben wir jetzt Point Lookout abgeschlossen. Als nächstes DLC kommt Operation Anocharge. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Aber wir werden vorher jetzt auch noch ein bisschen ganz normal im Hauptspiel von Fallout weitermachen. Aber trotzdem begebe ich mich jetzt nochmal auf die Suche nach meinen Sachen. Was soll das denn? Ich werde mich dorthin teleportieren. Also, und dann gehe ich zum Haupttor und mal gucken, ob die Person meine Sachen noch hat. Wo ist denn das Haupttor? Weil die Sachen würde ich schon gerne noch mitnehmen. Wir haben zwar jetzt schöne Waffen, aber das war alles, was ich besitze. Sonst. Ah Mann, wo geht's denn hier raus? Wie bin ich denn hier nochmal reingekommen? Ich mache das jetzt anders. Ich gehe zur Pitbrücke und dann laufe ich halt zurück. Ist das nervig, seine eigenen Sachen hier jetzt suchen zu müssen. Dass mir aber auch nicht gesagt wird, wo die sind. Wird mir nicht auf der Karte angezeigt. Und mir wird auch nicht gesagt, dass ich meine Sachen gerne wiederholen darf. Was aussieht, haben die hier neue Minen gelegt. Oh, da, okay. Oh, komm wieder zu. Was ist los? Ja, wo sind meine Sachen? Ich erschieße dich gleich. Mann, wo sind meine Sachen?
Die ist hier vielleicht irgendwo eine Kiste. Oder habe ich die wieder im Inventar? Nein. Ja, danke. Danke, Spiel, dass mir nicht gesagt wird, wo meine Sachen sind. Das finde ich jetzt gar nicht toll. Die werden mir einfach weggenommen und mir wird nicht mal angezeigt, wo die jetzt sind. Ich werde jetzt noch kurz mit euch ein bisschen suchen. Wenn ich es nicht finde, dann gucke ich auf YouTube nach und dann holen wir die am Anfang vom nächsten Part. Ey, das ist aber schon richtig blöd gemacht hier. Alles ist halt weg. Du hast Grips, aber ein Escher bist du nicht. Hast du was Anständiges zu essen mitgebracht? Sag mir, wo meine Sachen sind. Dann kriegst du was zu essen. Hier für eine harte Nuss. Sieh an. Ein Kuli hat's aus dem Loch geschafft. Das ist schon lange nicht mehr passiert. Na, Geld dabei, Neuling? Alles klar, Neuling. Natürlich habe ich kein Geld. Die meine Sachen? Weil das ist sehr viel von dem, was ich auch dabei habe, immer. Kann man ganz einfach herausfinden. Nee, doch nicht. Ich würde gern was kaufen, nur ich hab nichts mehr. Alles klar, Neuling. Okay, hier oben ist also ein Shop. Das regt mich gerade ein bisschen auf. Schön weitergehen, Kumpel. Aber beklaue ich die jetzt? Da vielleicht? Nein. Ach Mann, wo sind meine Sachen? Ich habe ja Hoffnung, dass hier irgendwie was steht. Dort vorne vielleicht, weil dort ist auch noch so ein großer Bereich. Ich kann diesen scheinheiligen Blick nicht ertragen, verstanden? Sieht aber schlecht aus. Also das hätte man echt besser machen können. Vielleicht liegen meine Sachen in Abtauen.
Okay, ich glaube, bevor ich jetzt hier noch weiter suche, Zeit verschwende und trotzdem nicht weiß, wo meine Sachen sind, beende ich jetzt, glaube ich, erstmal den Part. Dann würde ich jetzt erstmal sagen, das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao.